Yo Leute, willkommen zu dem weltbesten Pancake-Video überhaupt. Ich bin ja seit einiger Zeit auf Diät und will mir trotzdem ab und zu was Leckeres gönnen, ganz klar, wer nicht. Und ich habe in den letzten Tagen dementsprechend ein bisschen herumexperimentiert, geschaut, was sind denn die besten Pancake-Rezepte und bin jetzt eigentlich zum Heiligen Gral gekommen, kann man fast schon sagen, meiner Meinung nach das Beste, was ich jemals erzeugt habe, kreiert habe an Pancakes. Hier sind die Zutaten. Viel Spaß dabei. Wir haben hier zum einen 40 Gramm Eiweißpulver und das ist wirklich entscheidend, dass ihr ein Eiweißpulver nehmt, was euch schmeckt. Nicht so entscheidend ist, was für eine Geschmacksrichtung ihr nehmt. Ihr könnt Schoko nehmen, ihr könnt, keine Ahnung, es gibt ja die crazysten, die verschiedensten Geschmacksrichtungen. Wie gesagt, wichtig wäre nur, dass das Ding schmeckt, weil das ist eben der Hauptgeschmacksträger. Und wenn euer Eiweißpulver nicht schmeckt, dann schmecken eure Pancakes nicht. Wir haben jetzt Vanille und hier haben wir noch 25 Gramm Eiweiß, also nicht Eiweißpulver, nicht verwechseln, sondern 60 Gramm Eiweiß, nicht 25, sondern 60 Gramm Eiweiß. Einfach trennen, dann sollte das ja passen. Versucht auch immer wirklich zu trennen. Ja, es ist auch nicht so schlimm, wenn mal ein bisschen Eigelb reinkommt in dem Rezept. Aber an sich, um die Makros gut zu halten, nehmen wir Eiweiß. Und wir haben jetzt 25, daher kommt die Zahl 25, 25 Gramm Oats, Haferflocken. Und eine Banane, das sind übrigens ganz normale Oats, keine speziellen. Dazu kommen noch die guten alten Blaubeeren, die Blueberries und that's it. Viel mehr brauchen wir nicht wirklich, um das eigentlich, ja, das Grundrezept perfekt schmecken zu lassen. Und später zeigen wir noch ein paar Hacks, falls ihr noch ein bisschen mehr Makros übrig habt, wie ihr das noch alles pimpen könnt. Diese ganzen Zutaten, bis auf die Blaubeeren, kommen jetzt in einen Mixer hier. Man kann natürlich auch einen Pürierer nehmen, Stabmixer. Ich hatte jetzt hier keinen, deswegen muss ich das in einem ganz normalen Mixer machen. Alle Zutaten, wie gesagt, bis auf die Blaubeeren, hier rein und dann durchmixen. Das filmen wir kurz, das ist ganz easy. Dann ist die Hälfte der Arbeit auch schon getan. Kleiner Pro-Tipp am Rande, und zwar achtet darauf, dass eure Banane schön reif ist. Also so sieht sie meiner Meinung nach fast perfekt aus. Manche wollen es auch ein bisschen matschiger. Ich persönlich mag dann den Geschmack nicht so sehr. Aber wir haben ja hier kein Zucker drin, keine Süßstoffe, außer eben das Eiweißpulver. Das heißt, wenn ihr eine leckere, schöne, reife Banane habt, dann schmeckt das Rezept auch gleich schon viel besser. Jetzt kommt der ganze Inhalt, der da drin ist, in einen Shaker oder in irgendeinen Behälter, weil wir sie noch mit den Blaubeeren vermischen müssen, also nicht die Blaubeeren schon da reinschmeißen. Dann habt ihr eben gehackselte, aber ja, der eine oder andere mag es vielleicht auch so. Wir persönlich mögen unsere Pancakes schon mit großen Stückchen an Blaubeeren. Ich glaube, so schmeckt es auch ein Ticken besser. Jetzt kommen auch die Blaubeeren rein. Ihr könnt natürlich so viele nehmen, wie ihr wollt. Wir nehmen jetzt ungefähr 70 Gramm. Das sollte eigentlich ziemlich gut passen. Also hier 70 Gramm Blaubeeren in den ganzen Mixer hinein. Und wie viel haben wir? Bisschen noch mehr. So, 65. Das Ganze jetzt einfach nur mit einem Löffel ein bisschen umrühren. Und dann geht's ab auf die Pfanne. Wir haben jetzt 2-3 Gramm Öl drin und als kleinen Pro-Tipp, falls ihr eben kein Kochspray oder sonstiges habt, nehmt einfach einen Zeber und dann könnt ihr es ganz easy überall vermischen bzw. verteilen und dann habt ihr praktisch ein Pam-Spray. Wenn ihr das richtig macht, dann ist nur 1 Gramm Öl, wenn überhaupt, drin. So Leute, das ist das Grundrezept und ehrlich gesagt würde ich euch empfehlen, weniger Blaubeeren zu nehmen. Die Kamerafrau hat mich überredet und hat gesagt, hau die Blaubeeren rein, das sieht dann besser aus und schmeckt auch bestimmt besser. Aber ich weiß jetzt ganz genau, warum ich normalerweise ein bisschen weniger nehme. Ganz einfach, ihr habt zu wenig Teig für die Himbeeren, nicht Himbeeren für die Blaubeeren und dementsprechend wird das Ganze nicht so schön. Aber dafür sind wir ja da und dekorieren das jetzt gleich ein bisschen. Let's go. Die Kamerafrau hat sich jetzt freiwillig gemeldet, um ein bisschen zu verzieren. Wir benutzen jetzt Schokocreme. Zeig schon mal die Makros von dem Ding. Also zeig nicht schon mal, sondern zeig mal die Makros. Und zwar haben wir nur 4 Gramm Fett auf 100 Gramm und das Ganze, also 100 Milliliter, das Ganze hat, glaube ich, nur 125. Das Auge isst bekanntermaßen mit und wenn wir halt Geschmack dazu addieren, ohne
viel Fettmakros, dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Oh, ich sehe, die Kamerafrau hat anscheinend großen Hunger. Es gibt sogar Haselnusskrokant. Das ist natürlich nicht so makro-friendly, aber wir benutzen auch ganz wenig. Also davon braucht ihr keine 5 Gramm und dann habt ihr ja so ein schönes Meisterwerk, würde ich schon fast sagen. Aber eine Zutat fehlt natürlich in einem epischen Oreo-Pancake und zwar Oreos. Das Original, keine Fakes, die kommen jetzt noch hier drauf. Und dann habt ihr ein Meal mit super Nährwerten, was nicht nur super geil aussieht, sage ich mal, sondern auch sehr gut schmeckt. Und fertig ist wirklich, ja, was soll ich sagen? Der Shit. Anders kann man es gar nicht bezeichnen. Und dann würde ich sagen, guten Appetit beim Nachkochen. Es ist wirklich sehr lecker. Probiert es unbedingt aus. Also die Makros für das Grundrezept kann ich mal hier einblenden. Wir haben jetzt 2 Oreos benutzt, ein paar Blaubeeren und 15 Gramm Schokosoße. Ein bisschen Krokant, so 5 bis 10 Gramm, sage ich mal, nicht mehr. Und dann einfach dazu addieren, wenn ihr jetzt 3 Oreos benutzt. Dann wird es natürlich ein bisschen hochkalorischer, aber ansonsten ist es schon ein ziemlich gutes Meal, selbst mit diesen Makros, oder nicht? Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, Fragen wie immer in die Comments und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out!